wenn du eins ein Loch hast, muss es zuhalten. Ich habe leider kein Reparaturzeug dafür dabei. Wir kommen gleich zur offiziellen Bekanntgabe der Gewinner der Klassen 3 und 4 und der Klassen 5 und 6. Wie findet ihr das? Ich weiß, ihr seid alle ein bisschen durchnässt, aber ich möchte mal alle eure Hände bitte sehen. Alle mal die Hände nach oben. Und dann mal klatschen. Yeah. Ihr könnt das super. Und die Leute, die solche Klatschinstrumente haben, die bitte auf jeden Fall immer benutzen. Das tut auch nicht weh. Alle Klatschinstrumente nach oben bitte. Und Holger, heizt euch jetzt mal ein bisschen ein mit der Musik. Hier ist nämlich Lady Gaga. Für den lieben Fotografen müsst ihr bitte einmal alle die Hände hoch und nochmal die Sonne ganz begrüßen. Die Sonne ist wieder da! Wunderbar. So, und jetzt begrüßen wir auch den lieben Drachen, denn der darf natürlich beim Drachenboot-Festival nicht fehlen. Unser lieber Drachen kommt und er möchte auch beklatscht werden von euch. Oh, es wird richtig warm, ne? Geil, Sonne und der Drachen. Da kommt der Drache. Applaus für den Drachen, bitte. Schüler der Bertolt-Brecht-Schule transportieren den Drachen, denn er kann nicht mehr alleine gehen, denn er ist 2000 Jahre alt. Und da hat er es ein bisschen mit der Hüfte. Und mit dem Rücken. Ich habe einen Rücken, sagte er sich immer jeden Morgen. So einen krummen Rücken, kein Wunder. Offene Enjoy Schülermeisterschaft in Schwerin 2009. Der Drache ist da. Noch mal einen donnernden Applaus, bitteschön. Und mein lieber Kollege Olaf hat den heiligen Zettel in der Hand mit den Gewinnern, denn wir kommen zum Finale. Die Klassenstufe 3 und 4. Da haben
Und wir beginnen mit dem Platz 6, den belegt das Sprachheilpädagogische Förderzentrum, das Team Die Sprachfüchse, hier auf Platz 6. Und wir bitten den Team-Captain nach oben, einmal den Team-Captain hier zu uns zur Übergabe des Pokals. Ja, damit kommen wir zu Platz Nummer 5. Und zwar die Neumühler Schüler mit dem Neumühler Blitz mit 1:48.8. Bitte auch da der Captain oder die Captain. Schlagt euch durch. Ein Applaus! Ein Applaus hier für dieses Team. Ja, und auf Platz 4 hat Nils die Wildgänse fliegen lassen. Nils fliegende Wildgänse von der Nils-Holgersen-Grundschule belegt den 4. Platz. Ein Applaus für die Nils-Holgersen-Grundschule. Und damit kommen wir zu Platz 3. Mit 1:47.32 Grundschule Gammelin, die Gammeliner Haie. Was sollen die denn nochmal mit den Klatschdingern machen? Die sollen noch alle nach oben. Die Gammeliner Haie. Und wir applaudieren nochmal den Gammeliner Haien und besonders hier vorne. Wir wollen was sehen von euch und hören. So, auf Platz 2 aus Strahlendorf kommen die Wellenreiter. So, und damit haben wir den Platz 1 der Klassenstufe 3 und 4. Und zwar von der Neumühler Schule, der Schule der Neumühler Tornado. Bitte das ganze Team auf die Bühne kommen. Wir wollen den Tornado sehen, der aus der Neumühler Schule kommt. Bitte alle nach vorne hier. Foto. Und jetzt das Siegerfoto. Und im Hintergrund bitte doll klatschen. Die Arme hoch, damit ihr auch zu sehen sind im Hintergrund.